So. Funktioniert hier alles? Ja. Hallo Shuttle. Ja, also ich. So, hier mein Lieblingsraumschiff. Da, hallo. Da ist es. Shuttle ist selbstfliegend hier. Ja. Ziemlich spärlich eingerichtet, aber Twitter ist dabei. Geht da nichts über Twitter im. Lieutenant ist gar nicht fern, das ist Kapitän. Admiral, man weiß es nicht, man munkelt nur. So. Gucken wir mal rein, ja, wer dabei ist. Machen wir kurz den Mikrofontest. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, bestanden. Okay. Sitzt ziemlich weit vorne, aber. Fällt mir auf, dass das Gitter mal kommt. Gut. Habe ich den Chat auch noch drin? Oh, das ist Schiff. Gut. Schnellspiel. Test 1, 2, 3. 1, 2, 3. Test, Test, Test. Ah, der liebe Hallo. Alex. Servus. Guten Tag. Wieso haben alle so normale Namen, nur ich nicht? Weiß ich auch Ja, nicht, das können wir dir nicht sagen. Gamefreak. Vielleicht, weil ich Langeweile beim Namen aussuchen hatte. Seid ihr alles Profis? Ja, aber wir sind auch Profis. lieb. Ach, seid auch lieb. Wir Profis. beißen nur Nee, selten. ich spiele seit jetzt das sechste, siebte Mal. Ach so. Na gut. Und du? Ja, vielleicht drei, vier Mal. Doch. Stefan? Gastrichter. Hat es jetzt tatsächlich funktioniert, Plan B, oder bist du jetzt einfach wieder reinkommen? Hi. Ich war gerade. Hey, du hockst auf meinem Platz. Der liebe Alex. ich war gerade in der Gruppe, da wo schon drei gerückt sind, und dann habe ich sie alle so angeschaut, habe kein Wort gesagt und habe mich wieder verpisst. Ich muss ja ganz ehrlich sein, bei meinem ersten Spiel, da war ich auch ein bisschen verängstigt, weil da waren halt drei Leute. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ja, beim ersten Mal kommt man sich ziemlich dämlich vor, das ist mir auch Nee, nee, aufgefallen. und vor allem, ich war ja ein Kind. Ich bin ja ein Kind, mehr oder weniger. Und deswegen Bist du Vulkanier? Wie alt bin bist da du eher doch? mal auf Kritik. 195? Nee. Wie alt bist du? Hat er gefragt. Sag es. 14. 14. Naja, Du kannst es das dem ist lieben ja. Alex doch sagen. Sag's Das ist. doch. Der ist Aber 14 ist ja schon Teenager, Alter. Ist ja kein Kind mehr. Also ich muss, ich sag auch eins, Chefingenieur habe ich noch nicht wirklich so oft gespielt, ja. Also wenn es nicht klappt, dann Kann ich müssen wir halt übernehmen, wenn du durchtauschen. willst. Wenn du Ja, willst. aber ich will es ja probieren. Ja Wenn gut, es ist auch nicht für so euch kein Stress schwer. ist. Ist auch nicht so schwer, aber du musst halt den Erkennungsradius überwachen. Das Ja, das ist ist klar. klar. Aber Stefan, wenn es scheiße war, kommst du in die Brick, ne? Er wird auch rausgebeamt. Schau, ab, Aus ist nichts. da. Ist ja nicht So. nichts. Jungs, wie schaut's aus? Starten Ja, freilich. Warte noch kurz. Was spielen Warte wir noch noch? kurz. Ja. Tötet. Ich brauche noch Bier, aber ist wurscht. Du bist der Steuermann. Gehen wir mal rein, ja. Computerlogbuch Nachtrag. Wir untersuchen mehrere Anomalien in der Region.
Wir hoffen, dass uns die Daten helfen, die Beschaffenheit des Grabens zu verstehen. Nicht schon wieder diese Mission. Soll ich die Torpedos vorladen? Ja, gerne. Und dann, wenn sie geladen sind, bitte Info an Steuermann. Dann Stefan, weißt du, was du da machen musst? Na klar, Mann. Dann verteil mal. Phaser 3, Schilde, Lasso und Rest auf Engine. So, dann brauchen wir einen Warp-Kurs ins Janora-System, bitte. Kurs hat gesetzt. Torpedos geladen und entsichert. Sehr schön, dann können wir dann die Warp-Spul laden, Kurs ausrichten und Energie, sobald es gerichtet. An den taktischen, sobald wir im neuen System sind, ja. Erst Priorität Gegner scannen und dann Anomalien. Erst die Gegner scannen, dann Anomalien, je nachdem, ob es in Reichweite ist. In Ordnung. Und wenn wir Gegner scannen, dann bei den kleinen Schiffen die Schilde und bei den großen... Okay. Den so, Fünfkreuzer auf Waffen. Mein Team ist bereit für die Datenerfassung, Captain. Gut, wir müssen hier. Wir brauchen einen taktischen Scan. Und wir müssen Anomalien suchen. Das müssten doch Piraten da vorne sein, oder? Impuls. Impuls müssen wir. Ja, wir müssen erstmal weg hier. Moment. So, dann. Ich könnte stören, wenn ihr wollt, also. Ne, wir hauen einfach ab. Wir gehen in Orbital Anomaly. Ich habe sie leider auf Englisch immer stehen. Ich habe einen Impulskurs angesetzt. Stefan, das heißt, es reichen 3 beim Engine, Rest dann auf Phaser. Und sie brechen ja an. Wie interessant. Die haben Angst, die wissen, wer wir sind. Ja. Ist der Glitterkurs an? Ich weiß nicht wohin. Ich habe einen gesetzt eigentlich ins. Echt sicher? Ich sehe es nicht, wohin ich ausrichten muss. Orbital. Ich mache nochmal. Auf Impuls mal gucken, da müssten Ausrufezeichen sein. Und dann Nari-Region. Nari, ja. Orbit Anomalie. Wahrscheinlich. Ah, okay. Genau. Gut. Komm dann. Dauert aber noch. So, jetzt ist der Pizza nicht mit uns gekommen. Naja, dann müssen wir es nur fertig machen. Kannst du hier verteilen? Ja, her damit. Wie macht er das? Was denn? Wie machst du bloß die Finger hoch? Ich habe eine Oculus Rift, da geht das. Ach so! Ja! Cool, das ist Oculus Rift da. Scanne-Anomalie. Yep. Scanne-Anomalie. Ein unbeständiges Objekt. Mal dann auch. Unsere Leistung kann durch die Anomalie. Ich sehe kein unbeständiges Objekt. Jetzt ist es weg. Fahrt die Boje. Okay. Unser Schiff mit großer Wahrscheinlichkeit Schaden nehmen. Ich übertrage die Analyse auf Ihre Konsole. Da fliegen wir mal hin. Zu der Boje 1 und scannen die und die Anomalie bitte umfliegen. Ich muss noch 2 Kilometer näher ran. Mhm. Steffen, was hast du denn aufs Phaser? Mach mal 1 von Schild weg und noch 1 auf Phaser drauf, dann können wir ein bisschen weiter scannen. Ist gut gescannt. Da hinten ist auch noch eine Anomalie, die wir scannen müssen. Genau, da müssen wir nämlich hin. Die wollen wir dann auch noch wissen, was da ist. Die feindliche Boje dann Kommunikation stören? Ist keine Aufgabe, können wir aber machen. Gut. Da haben wir noch ein unbeständiges Objekt direkt voraus. Okay, ist ein Moment. Jawohl. So, ich habe die Kommunikation blockiert. Sehr schön, dann scannen wir die Anomalie und dann suchen wir uns schon mal ein neues Ziel.
Wird gescannt. Ich habe einen neuen Kurs. Moment, wir können doch hier, glaube ich, auch noch wohin. Ja. Ich habe einen neuen Kurs im Nari-System für Impuls eingegeben. Wir werden gegrüßt. Warte mal, wer. Warte, warte mal noch. Sie müssen meine Leute hier rausholen. Captain, beachten Sie, die neue Daten auf Ihre Anzeige, Captain. Erheblich beeinflussen. Okay. Ich übernehme den Transporter. Ja. Das könnte direkten Schaden am Schiff verursachen. Übertrage die Daten auf Ihre Konsole, Captain. Impuls-Locations. Ich habe eine sehr kleine Scan-Reichweite. Wir müssen mal zu dieser Raumstation fliegen und da gucken wir, dass wir so schnell wie möglich hinfliegen. Die solche feindliche Boje zerstören. Dann geht uns auch die Brille, das noch mal bestehen. Stefan, kannst du Feuer Überladung kurz mit den Antrieben arbeiten? Ist klar. Alles drauf, was geht. Weg, die kriegt uns nicht. Jawohl. Die habe ich. Ja, die Kommunikation von Boje 2. Ja, das sind ähnlich in Reichweite, aber passt. Die Raumstation kann ich nicht scannen. Aber wenn das noch eine andere. Die dahinter, die hat auch noch Sachen. Außer Reichweite, ich muss noch 6 Kilometer näher ran. Genau, die Vorsicht, da ist ein Objekt wieder, genau. Ich sehe die auf meinem Bildschirm. Objekte auch ohne Anweisung immer wegmachen, wenn sie in gefährliche Nähe kommen. Mache ich eh immer. So, dann könnten wir die Antriebe runter machen auf 4. Gefährlich. Die Teilchenanalyse der Anomalie ergibt ein hohes Risiko für unsere Schiffssysteme. Gut, erledigt. Sehr schön. Mach mal vollen Halt. Damit riskieren wir, das Schiff zu beschädigen. Ich sende neue Daten auf Ihre Konsole. Ich schätze, wir haben etwa die Hälfte der Daten. Juhu, wir haben 3 Anomalien gescannt und schon die Hälfte der Daten. So, dann gehen wir jetzt mal zur Elder. Region, wir gehen, gibt's Space Station. Ich habe einen neuen Impulskurs gesetzt nach Elder zur Raumstation. Reisevektor wird berechnet. Und sobald berechnet, bitte ausrichten und Energie. Irgendwie schon seltsam. Innerhalb von etwa 10 Sekunden fliegen wir mehrere Lichtstunden. Wer kann, der kann? Naja. Wir scheißen einfach auf Albert Einstein. Wir verkrümmen ja den Raum. Ja, stimmt auch wieder. Physik ist in Kraft. Ich kann auch klug scheißen, wenn ihr wollt. Nee, lass mal. Okay. Oh, Scheiße. Mayday, wir werden angegriffen. Hey, bitte Hilfe von verbündeten Schiffen. So. Wir haben hier mehrere Feindkontakte. Stefan, mach dich mal dann langsam drauf gefasst, dass wir ein bisschen überladen müssen. Da haben wir einen Frachter. Wir müssen aber trotzdem zur Raumstation. Fliegen wir mal Richtung Raumstation, aber so, dass wir uns noch nicht erkennen. Dann haben wir da einen Warbird und den sollten wir als ersten ausschalten. Dann müssen wir die Waffen scannen, Waffen stören und dann volles also, Feuer drauf. Was genau, was soll ich beim Warbird machen? Waffen nur scannen und nur Waffen stören. Alles andere bringt dann viel. Frachter 2, ich scanne den gerade fertig. Nein. Dann weiter zum Wissenschaftsschiff. Und zur Raumstation. Robert 1 bereit zum Scannen. Dann nur die Waffen. In Ordnung. Außer Reichweite. Ich muss noch. Ja, Stefan, kannst du ein bisschen was auf die Phaser machen? Nee. Ich kann höchstens umbleiben. Ja, aber dann. 26 Kilometer muss ich näher ran, das macht nichts. Dann scannen wir erst einmal die Anomalie links. Oder die rechts. Die Links sind eigentlich noch außer Reichweite. Von hinten. Ja, ist wurscht, wir fliegen weiter. Die
Analyse deutet auf geringe Anomalieeffekte hin. Okay, die rechte ist mild, die ist nicht so schlimm. Halt mal ein bisschen Kurs auf links. Und das Wissenschaftsschiff scannen wir mal nach Lebenszeichen. Forschungsschiff. Sobald wir halt hinkommen. Ja, wir sind noch und auf, erst in Orbit oder erst das Schiff? Was zuerst in Reichweite immer ist. Erst die Anomalie, dann kommt der Warbird und dann das Wissenschaftsschiff. Und da nur auf Lebenszeichen. Erst kommt das Wissenschaftsschiff. Weil das ist dann näher. Machen wir erst das. Wenn wir nicht kämpfen müssen, ist es auch gut. Naja. Werden wir aber wohl kaum hinbekommen. Wer übernimmt den Transport, falls wir transportieren? Ich bin dran. Gut. Das könnte unsere Subsysteme da oben haben wir ein paar Piraten. Oh, scheiße. Ja, aber die sind noch weg. Nee, die sind noch weg. Soll ich die analysieren? Brauchen wir nicht. Okay, jetzt sind wir in der Anomalie. Dann leeren wir uns jetzt mal mit 2000 nur noch an. Dass wir nicht so schnell fliegen. Und nehmen den Kurs direkt auf 4-5. Die Anomalie kann uns dann ein bisschen beschädigen, das wäre nicht so schlimm. Ich muss doch viel näher ran. Ja, das kriegen wir schon hin. Stefan, kannst du die Phaser überladen? Ja. Zirka eine Anomalie. Ich hab weniger Scannreichweite als Phaser-Reichweite. Ich weiß. Alles ich kann gut. Das Schiff jetzt also abschießen, aber nicht scannen. Wir nähern uns jetzt erst ganz lockmäßig. So, die Anomalie schützt uns ja auch noch. Wie weit bist du mit dem Überladen, Stefan? Ist er schon? Ja. Wie lang noch? Geht schon noch. Ich habe jetzt einen halb voll. Fast dran. Stefan, mit der Überladung rausnehmen. Ist dran. Kurs 9-0 bitte, Steuermann. Fast in Reichweite. Wird gescannt. Voller Halt. Sie versuchen sich zurückzuziehen. Scheiße, ich kann nicht schießen, während ich scanne. Braucht man nicht. Wir suchen ohne Kampf. Versuche ich auch. Ich habe einen neuen Impulskurs angelegt. Bitte den mal schon mal berechnen, falls wir schnell weg müssen. Nein, kein Risiko. Neun Lebenszeichen. Stefan, die neuen Lebenszeichen erfassen, so schnell wie es geht. Bin dabei. Den rechts, wenn er versucht uns anzugreifen, wegmachen. Ja, aber er fliegt vorbei. Gerade, dass ich werde seine Antriebe stören. Aber es sieht so aus, als ob er uns gar nicht registriert. 5 Sekunden. Aber jetzt die Antriebe stören, ist er weit weg und bei dem anderen auch wieder entgegen, weil es wird eine Kreisbahn. 6 von 19 da. Gut, dann die anderen drei noch. Scannt. Und Energie. Gut, ist dann, da. Sobald sie da sind sie da. Dann Energie zum Sprung. Ihre Hilfe war mehr als willkommen. Wieso funkt die eigentlich zu uns, während sie schon an Bord ist? Hätten wir auch einbauen können, dass sie hier an die Brücke kommen und sagen, vielen Dank. Oder so ähnlich. Man muss sich irgendwas für den zweiten Teil aufheben. Ja, stimmt schon. Aber dafür haben sie sich ein bisschen zu viel aufgehoben. Naja, zumindest sind die Röcke von meiner Partnerin links hier recht kurz. Ja. Er schaut da auch rüber. Steuerballaugen nach vorne. Und schon wieder. Ja, aber es ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Wir haben es dann mal. Ja, der will ich nicht so eine freche junge Frisur wie die vorne rechts da. Ich bin froh, dass ich immer mein Fernglas dabei habe. Da ist das Mädel da unten mit dem roten Kleid. Impulssignatur verrät unseren Standort. Ich kann leider nicht scannen. Ich habe eine Scannreichweite von 5 Kilometern. Dann nehmen wir mal kurz auf die Anomalie. Aber es wird ja schon analysiert, sicher.
Ja, außer Reichweite. Okay. Stefan, Phaser? Phaser sind Blaren. Ey, lass das, das ist Unfug. Wir sind nicht annähernd nah genug dran. Ich hab 5 Kilometer Reichweite oder so. Ist ja wurscht. Sind keine Gegner hier. Keine Gefahr. Ja, Schilde hoch. Feind. Schilde hoch. Werden aktiviert. Und dann, sobald wir in Reichweite sind, scannen. Ja, ich sehe noch eine andere Anomalie, die wir scannen müssen. Wir können dann auf Kurs 270 gehen. Sobald scannbar scannen. Ja, wird gescannt. Dauert halt seine Zeit. Kein Ding. Haben wir ja. Pizza wird halt kalt. Ich nehme auch kalte Pizza. Die Anomalie. Dann haben wir was Unbeständiges wieder. Genau. Da war etwas Unbeständiges. So, Stefan, dann gehen wir mal vor Phaser-Reichweite auf 2 und volle in Antrieb und Antrieb überladen. Weil da hinten kriegen wir Besuch. Schilde dann runter, sobald wir aus der Anomalie draußen sind. Und Maximo Speed auf 270 bleiben, bitte. 270, Sie wissen, dass wir da sind. Schilde runter. Scheiße. Wir hatten uns jetzt erkennt. Schilde sind unten. Ja. Stefan, Antrieb wieder auf 4. Soll ich die Bojen zerstören? Ja. Aber etwas mehr Reichweite. Eigentlich war das eine verdunkelnde Anomalie. Hat aber leider nicht geholfen. Von hinten. Ja, ich weiß, der hat uns anscheinend auch erkannt. Aber wir fliegen jetzt weiter mit 4 Richtung Anomalien und versuchen die einfach zu scannen und hauen ab. Die sind alle schon gescannt. Ah, wir sind eh schon fertig. Wir nehmen Warpkurs auf SARS-System. Das heißt, die Warp-Spuren bitte schon mal vorbereiten. Kurs habe ich in Warp eingegeben. Bitte ausrichten und berechnen. Oder andersrum, dann ausrichten. Und durch den Asteroiden durchspringen. Das geht ja. Oh. Und dann weg hier. Krumm in den Raum. Das ist das Prinzip von Warp, so wie ich es immer gehört habe. Ja, so ist es auch. Hinter uns sind welche. Das ist ein Bird of Prey, okay. Schauen wir mal, was er sagt. Aktionsschiff! Verlassen Sie den Sektor oder ich eröffne das Feuer! Oh, das sagt. Wir nehmen. Ich habe mir einen Pulskurs angegeben. Ist der ersichtlich? SR 54 noch was. Juro Orbit. Ausspringen. Schilde hoch. Wenn wir ankommen, Schilde runter. Aktiviert. Ja, jetzt ist was. Wenn wir ankommen, dann machen wir sie wieder runter. Falls wir da auch wieder Feinde haben. Ja. Als Sicherheit, falls der auf uns schießt. Ja, dafür wärst du spät gekommen. Naja, wenn er mit Torpedo schießt, nicht. Ja, stimmt auch wieder. Mal sehen, ob ich Captain in Frage. Die cool, Brick ruft. Aha, stellst du den Captain in Frage? Der Captain verzichtet auf sein Abendessen für euch. Tut er auch nicht. Dann haben wir hier die Raumstation in 35 Kilometer. Da nähern wir uns jetzt mal mit 4000 an. Wir müssen auf 10 Kilometer ran. Ja, und höchstwahrscheinlich bekommen wir auch fürs Besuch hier. Das heißt, wir sollten uns gefechtsbereit halten. Also ich das letzte Mal gesagt, dass wir hier Besuch bekommen, ging es schief. Oder Vollgas. Warte mal eine Sekunde. Was wollt ihr denn? Wollt ihr Vollgas, das schaffen wir auch, oder wollt ihr kämpfen? Pizza. Also Vollgas, Stefan, überlade die Antriebe. Also. Sobald Gegner reinspringen. Soll ich die Raumstation abschießen? Ne, wir müssen bloß ranfliegen. Ach, abschießen wäre jetzt ein wenig kontraproduktiv für unsere Game-Options. Ja, wird eh nicht gehen. Siehst du, ich drück auf Feuern.
Das Forschungsteam ist bereit für die Daten. Übertrage sie jetzt. Voller Halt. Yay. So, ich darf mich tatsächlich verabschieden. Ein Schiff brandneu wieder nach Hause gebracht, ohne 1% Schaden. Das ist nicht schlecht. Ich darf mich schon wieder verabschieden. Ja, mach's bis gut. Zum nächsten Mal. Alles klar, mach's gut. Bis tschö. Zum nächsten Mal. Tschö, man verzichte sieht jetzt. Verzichte jetzt praktisch auf die Pizza jetzt. Was hast du mit hingelegt hier? Oh. Kann ich noch was nicht. Ich finde das so geil, mir die Finger waren. Die machen Spaß hier. Na, ciao. Ciao. Servus. Papa, Heike, Pizza. Ja, ich komme jetzt hoch, Paul. Beeilung. Fertig mit der Mission. Der Admiral war dran. So, mein Sohn holt mich ab hier zum Essen. Jungs, ich bin mal kurz raus. Was machen wir denn? Ich hoffe, ihr zwei bleibt der Lobby treu und ich komme dann später wieder rein. Ich wollte eigentlich auch noch erstmal essen gehen. Ich sitze ja auch schon rein. Ja, freilich. Bleib doch drin in der Lobby. Dann schick uns doch eine Freundschaftseinladung. Das machen wir so. Dann nehmen wir die an. Ja, das machen wir so. Und dann sehen wir uns nach dem Essen wieder. So, perfekt. Hinzufügen. Okay. Gehst du mal hoch, Stinkele? Ich komm gleich. Ja. Und du hast noch was vom Cowboy. Ja. Hab ich das gemacht? Ich glaube schon. Gut. Bis dahin erstmal, ne? Ja, bis dahin.